Moin, herzlich willkommen. Zweite Folge ist Splatoon 3. Letzte Folge haben wir mal den Bereich hier drüben gemacht. Ich habe da ein paar Sachen gefunden und da und die Level alle. Dann haben wir Panzer und begrenzt Tinte. Und jetzt machen wir hier drüben den Bereich noch weiter. Und dann geht es langsam nach oben zum Signal. Ah, da ist wieder was. Na, aber irgendwie auch nicht. Ist aber nix. Doch Gott im Himmel, da drüben. Ja, war aber nix. Und da unten haben wir noch was. Putzkolonne geht weiter auf Reisen. Ah. Dann komme ich wieder zurück. Okay. Gut zu wissen. Ah, da ist wieder was. Weitere Spind-Deko. Schöne Statue. Brauche mich jetzt nicht zu fragen, wie diese Statuen alle heißen und was für Dinger das sind und so. Die sind ja schon bekannt, aber. Boah, keine Ahnung. Bin die falsche Adresse für sowas. guck mal da irgendwie hoch. Ah, von da drüben. Okay. Dann bekämpfen wir nochmal das Auge. Ich dachte so einfach Augen, ich weiß es gar nicht. Ach, Begriff waren nicht Augen. Fischer, ja. Was haben wir hier? Eine weitere Goldblatt. Noch coolere Musik jetzt. Oh ja. Was haben wir da oben? Ah, da kommen wir so hoch. Okay. Gucken wir mal gleich. Lass mal, gehen wir da rüber. Weiter Aussichtspunkt, okay. Langsam Mini. Einmal darüber. Was sind wir da? Was ist da versteckt? Ah, okay. Ein weiterer Coupon. Okay. Was sehen wir denn hier aus? Nicht viel. Okay, hier oben ist nur der Ballon. Da drüben ist noch ein Level oben. Und dann geht es da drüben oben weiter, hinten rechts im Gebiet. Okay. Aber echt geile Map, würde ich schon sagen. Ist das schon? Sieht schon geil aus mit dem Riesen. Sein, dass es so ein Riesenvieh ist? Wenn du da einfach rumwälzt? Kann das sein? So im ersten Moment sieht es so aus. Jetzt wird da irgendwo der Kopf noch. Naja, gut. Dann. Rüber. Und einmal den Ballons, die Ballons jagen. Deutsch können muss man schon. Ja, so. Wo flüchtet ihr weiter? Einmal darüber. Achso, der geht einmal darüber. Na. Na gut. Na, wo geht's noch weiter? Und dann geht's wieder hoch. Ah, okay. Die gehen immer wieder an ihren Startpunkt zurück. Okay. Eine weitere Schriftrolle. Jo. Steht denn da diesmal? Bär GmbH. Merksprüchlein zur Arbeitssicherheit. Okay. Erstens, nicht träumen, sondern Eier räumen. Okay. Zweitens, Eier jagen unbedacht hat manchen schon zum Moose gemacht. Aha. Drittens, Dunkelflut tut selten gut. Aha. Viertens, Korb im Blick bringt Glück. Fünftens, ist gleich vorbei, dann wirft ein Ei. Ja, okay. Salmonellenjagd. Ja, vielleicht gucke ich auch mal noch rein. Ich habe Splatoon 2 wenig. Also, ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal gespielt, aber habe ich wenig nach. Das war eben nicht so mein Fall, ich weiß nicht. So, das Ding da noch weg. War noch irgendwas versteckt? Oh ja. Ein weiteres Anjovio. Haben wir zwei bis jetzt. Okay, ja. Bringt mir Mut an, also wenig. Weißt du irgendwas Neues? Für Missionen in silberne Kesselbaltan brauchst du eine Menge Fischeier. Also nimm. Mach ich welche mit? Ja. Keine Ahnung. Geh mal hier hoch. Nein. War zu schnell. So. Dann nächstes Level.
Lauf ins Leere leicht gemacht. Finde sie durch das Labyrinth und reise das Ziel. Okay, dann Attacke rein da. Labyrinth. Oh, Labyrinth hört sich interessant an. Okay, und die Jungs sind. Okay, also ein Ding. Eine Curly-Bombe. Tschüss, seine Mini. Ach Gott. Ja. Mega schlau. Das war das Einfärben. Ach, warte. Okay. Okay. Damit haben sie vorgesagt, dass man die abkürzt. Okay. Ja gut, aber man kann doch einfach. Na. Jetzt. Oh. Hoppla. Ah. Hey. Wo ist überhaupt das Ziel? Sobald ich hier hochgehe, sieht der mich und na, das ist schlau, ich weiß halt nicht. Sieht der Ausgang? Ah. Scheiß Ding. Ich glaube, warte mal, ich gehe wieder zurück. Ich gehe lieber den ganz normalen Weg. Oh Gott. Oh Gott, 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 weg hier, weg hier, weg hier. Oh Gott. Hey, wie ist das? Na, bin doch in der Tinte drin. Dann sieht er mich doch gar nicht. Komm, stirb. Ja. Sehr gut, jetzt haben wir Ruhe, ey. Komm, du auch noch. Nein. Ganz schön gefährliches Labyrinth hier, ey. Okay. Ah, das wird ein Gegner. Da liegt die Curling-Bombe ab. Okay. Hat nicht so. Nein. Ich will doch einfach nur mit dem. Hopp. Stopp. Ah, er hat mich gerade abbekommen. Okay. Aber nicht genug. Ah, da ist noch einer. Hoppa. Meine Güte, dieses Labyrinth hier. Ah, da ist wieder einer. Okay. Nee. Wir können die Bomben. Ich weiß nicht. So. Gut, dann war das hier doch der Ausgang. Habe ich ja schon vermutet. War da drüben noch irgendwas? War das ein Zippel? Nö. So. Ah, ach du Heilige. Jetzt wird die Sache interessant. Zwischen da hoch. Also weil die an der Wand kann ich auch. Natürlich. Also eigentlich ganz einfach. Kann er hier an der Wende hoch, natürlich. Aber ich hätte gerne die Fe- Na! Das ist nämlich noch Fischeier gewesen. Schon gewundert, wie ich da dran komme. Muss ich einfach darüber, gell? Warte mal, da unten war noch irgendwo Fisch. Ach, ja. Warte mal. Kann man nicht darüber gehen?
Könnte ich da hinkommen doch? Ja, genau, da sind sie doch. Alle Fische mitnehmen, die man kriegt. Hier. Alles nehmen, was man kriegt hier. Oh Gott. So. Ui. Okay, jetzt hier weiter. Alter, ganz interessant. Ah, okay, sind wir hier schon am Ende wieder. Also, Ende. Ja doch, Ende. Okay. Hätte ruhig ein bisschen größer sein können, also noch ein bisschen verwirrender oder so. Aber okay. Haben wir das doch auch geschafft. Nice. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir dahinter, weil da noch ein bisschen was war, weil ich noch nicht aufgedeckt habe. Da ist noch was. Weitere Spinndecke. Oh, das passt. Hm? Wo hast du schon was gefunden? Da? Ach, da. So, haben wir hier ein weiteres Auge. Drauf da. Okay. Da wollte ich aber gar nicht hingehen. Da. Ich wollte eigentlich da oben drauf. Wenn man da irgendwie hinkommt. Kommt man da nicht hin? Doch. Kommt man da. Ach, da ist noch. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht, ey. Mann. So, das Ding da noch weg. So noch versteckt. Noch eine Schriftrolle. Hey. Die von mir gebaute Lobby hat keinerlei Features. Ja, sie ist das Feature. Wenn die Kunden hier nicht die besten Revierkämpfe ihres Lebens erleben, dann fräse ich meine große Schere. Ohne Remoulade im Klabauter. Winkergrab, Präsident und CEO. Okay. Also der hat Splitsville so ein aufgebaut und so. Und die Lobby gebaut. Okay. Okay. Dann geh mal da mal hoch. Weil ich glaube, das ist normales, gell? Okay. Dann Attacke. Da ist nichts. Okay. Hätte man nicht einfach ein großes Ding machen können hier. Nee, da ist noch ein Auge. Erst wegmachen. Alles erforschen hier erst. Da nix. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Nix, okay. Manche Dinger? Stehe ich nicht. Egal. So, hier ist eine Kiste. Ey, ein Anjovium. Wie viel habe ich jetzt? 3, okay. Was habe ich vorhin gesagt? Anzugreparatur plus, oder? Ja, das wollte ich, glaube ich. Genau. Ich will hier die Anzugreparatur plus. Brauche ich 3 von denen. Ja. Kann ich nichts ausschauen? Was ist das nächste hier? Tintenfisch-Ninja. Verringere deine Sichtbarkeit beim Schwimmen in Tinte. Ja, das wäre ganz gut. Hätte ich auch sehr gern. So, und hier baue ich wieder ein Anjovium und oder wieder 4 Anjovium, oh Gott. Okay. Ja. Sechs Bomben sind mir Rückkehr. Tintoleranz-Sensor. Ja, das sehen wir dann, wenn wir dann wieder was brauchen. Ich muss darüber. Ah, da. Da haben wir noch einen Weg. Das Auge der Watt. Ja, und dann kann man da runter. Okay. Aber erst mal hier das Level machen. Was haben wir denn da? Expansive Expedition. Tun über die Expando-Blöcke und erreiche das Ziel. Okay. Was? Alla gut. Oh, was haben wir denn zur Auswahl hier? Geschicktes Nutzen der Expando-Blöcke und das ist so. Was sind Expando-Blöcke? Ach, Blöcke, habe ich Brücke gesagt? Upsala. Schmabau. Nee.
gucken wir mal, was Expando-Blöcke sind. Ah. Was sind das für Dinge? So irgendwie Schwämme oder was? Ah. Nee, das sind so. Wir waren auch im Maker diese Blöcke da, wo man mehrmals drauf springen muss und dann. Oder 3D-World, genau. 3D-World machen wir auch. Wenn wir das Ding und dann verbreitern die sich. Okay. Mit der Zeit werden die wieder kleiner. Ich verstehe, okay? Gucken wir mal, wie das so klappt hier. Warte. Okay. Okay. Sonst war hier nichts mehr. Gut. Geh mal weit. Ey, du blöder. Ah. Okay, das ist gefährlich. Wenn die natürlich gegnerische Farbe haben, kann es nicht nutzen. Ist klar. Was haben wir denn? Einer du, einer ich. Perfekt. Teamarbeit. Ah, nee, nichts hier. Okay. Hoppala, das hab ich gar nicht gesehen. Kann das Alvini das aktivieren? Hoppa! Ja! Ja, kann er. Dann machen wir das doch gerade noch. Ja, wird reich. Dankeschön. Muss ich den Blond nicht weiter verprügeln, Samini? Der hat nichts getan. Okay. Dann mache ich weiter. Auf, komm zurück wieder. Ich brauche das hier. Der registriert aber auch. Da war ein Block. Ich habe gar nicht gesehen, den Block. War denn da ein Block? Ah, das war reiner Zufall, dass ich den da hingeschmissen habe. Aber war ganz gut. ein bisschen Glück darf man ja auch haben. Okay. So, was ist denn das jetzt hier? Oh mein Gott. Okay. Okay. Fischeier wieder? Ja. Ach, gehen aber langsam wieder zurück. Okay. Das ist gut zu wissen. Also nicht auf einmal wieder weg, sondern gehen langsam wieder weg, okay. Ne, warte mal, ich brauche hier noch mal was. Ich muss da hochkommen. Wahrscheinlich komme ich jetzt nur so. Ah, so. Okay, Schlüssel haben wir. Und gehen wir weiter. So, ja, meine Ult für euch. Ihr standet da so gerade so perfekt. Brauche ich den Block auch gar nicht. So, Salmini. Aktiviere meine Block bitte. Ne, das war schon. Sollte ich eigentlich den Block aktivieren? Okay, dann nicht. Hier bin ich. Guck, guck. Ah, gut, okay. Ach du Scheiß, Sprengkleidung da unten, ne? Auch weg mit den Dingern. Okay, bringt mir die Mauer irgendwas, ich weiß nicht. Ah. Spring doch. Alter, dann die Dinger hier weg. Alter. Alle Gegner, ich muss erst da oben noch. Achso. Achso, ich kann keine Gegner. Achso. Wie habe ich den Block? Es ist doch nicht so schwer. Ja, okay. Ding da oben zu aktivieren. Das hat den Block irgendwie als Gegner gesehen, deswegen. Okay, gut. Haben wir alles? Scheint so. Dann auf ins Ziel. Oh Gott! Achte auf den Boden, Junge, Alter. Feiner in den Tod gesprungen.
Okay, dann machen wir mal das Finale oben noch, würde ich sagen. Ah, warte mal, da unten war doch ein Ding. Warte. Genau. Gerade fällt was noch rein. Ui. Ah. Card Fiction. Wir haben nicht ganz rausgefunden, wofür diese Karten genau sind. Also klar, im Lobby, in der Lobby irgendwie kannst du es nutzen und so, aber noch nicht geguckt, für was genau. Aber gut. Ui, ein Anjovium. Die Frage, mache ich das hier unten noch? Halte Bomben, die Kurse explodieren. Ja, okay. Komm, machen wir. Und dann sein Minicat schneller ins Spiel zurück. Ach, wenn er stirbt, okay. Perfekt. Gut. Haben wir das alles hier? Ja, dann brauchen wir wieder. 3 Anjoviums als nächstes. Oder wie die heißen. Muss ich hier hoch? Ah, nee, oder? Ah, nee. Jetzt muss ich hier wieder hoch. Der Weg war doch so weit. Steinig und schwer. Okay. Dann haben wir da noch ein letztes Auge. 1000. Wunderbar. Hoppa. So. Ein großes Kissen und drunter. Dann machen wir auf die Buchse da. Warte. Ah. Die Zukunft blickt zurück. Erreiche das Tor. Okay. Ah, ich kann hier unten zwischen. Ah. Zwischen Glecksbombe. Ne, Glecksbombe ist. Ja, die Dreiecksbombe halt. Salvini. Perfekt. Okay, dann. Rein in die Action. So, was haben wir denn? Nur die Heldenausrüstung. Der Zutritt für Unbefugte ist in diesem Bereich strengstens untersagt. Okay. Gucken wir mal. Ist wieder gratis. Ah. Ja, okay, da kommt jetzt ein Gegner auf mich zu. Dann gehen wir mal rein in die Action. Was da für ein Kollege kommt. Nicht so eilig. Was? Du schon wieder. Kämpfernatur, wie? Sieht man dir an. Wie wär's hiermit? Ergib dich und mach bei uns mit, dann kriegst du was vom Schatz ab. Red mal nicht so schnell, dann wäre das super. Klar, war ja klar. Wie ist die Sache? Best für Style erklären, wie? Gut, Herzen, da gibt's ein Tanzturnier. Um Leben und Tod. Reden, kommt raus, ihr drehen. Man kämpft jetzt gegen die Dinger. Ja. Alles klar, Muri. Wir wollen doch was ganz anderes haben. Jeweils. Was muss ich denn jetzt machen? Was bekämpfen? Ich jetzt muss ich, ah, muss ich da hoch? Ah, also wenn ich, achso, die greifen dann, okay, ich verstehe. Ich will Löcher gar nicht bekämpfen, aber ihr wollt eben einen Schatz haben, keine Ahnung was. Marien bringt Tränen. Also gegen dich kann man ruhig kämpfen, gegen die anderen will ich da kämpfen. Gegen, komm schon. Ah! Ah! Ja, da war ich gerade. Komm schon. Nicht schon wieder. Alter! Ah! Nur noch ein Leben, ey!
es mir lieber, wenn du mich angreifst. Was sind die hier? Dann werden die mal wieder größer. Ja, genau. Alter. Sollen die wieder angreifen? Heilige. Okay, der Kampf ist nicht ohne. Ganz andere Nummer als der gegen den DJ. Octavio. Meine Güte. Doch mal, wir mal einfärben. Okay, die Ult bringt mir vielleicht. Muss ich den Anfang wieder machen hier oder was? So. Na. Flüchten. Ey, der Kampf ist echt. Komm schon. Komm, letzter Wurm da. Rene, du. Oh, Alter. Okay. Die Ult hat mir gut was gebracht. Ich lass mich da hoch. Komm, 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 komm. Auf. Muri ist, gell? Ja. Einer ist Marco. Das sind ein paar Männer jetzt. Morin macht. Ja! Gut. Was treibt die da? Oh mein Gott! Ah! Was sind die jetzt? Komm, ja. Muss ja doch warten, was sie auch noch treibt. Was hat denn jetzt schon wieder? Oh. Ey, dieser Kampf. Oh Gott, nein. Komm schon, zurück mit euch. Auf Ult! Nein! Jetzt flüchtet sie wieder. Aber geile Musik auf jeden Fall. Ja gut, okay, das ist. Komm schon. Wollen wir mal down sein jetzt? Nee, nicht noch weiter. Okay, Moränenregen ist okay. Okay, wieder fertig. Komm, meine Ult wieder. Nicht mehr wieder Moränen-Transformation. Nein! Oh, kommt ein Zug. Treibt sie gerade? Hey, ich hab euch gerade mal Ult eingesetzt. Ja, komm schon. Letzter Fisch, komm schon. Ja. Jetzt, komm, 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 komm. Und Attacke drauf da. Jo. Alter Schwede. Ja. Was ist der Fossig hinter den Kiemen? Ja. Aber freu dich nur. Surimi Syndicate. Gott. Fang mich doch, pa. Tschüss. Ah, dieser Name Surimi sind. Ich kann ihn nicht mal nach 5 Sekunden wieder. Ah. Ah. Okay.
Toll, aber jetzt hier. Also der Kampf war jetzt echt eine andere Hausnummer als gegen. Das finde ich. Also so, ging das zum DJ Octario, wie der hieß? Andere Nummer. Also, hate nein. Nee, das ist nicht Opa, das ist richtig. Das sowas wie ein Schatz ist. Bitte kommen, hört mich wer. Opa. Guten Fisch. Ist da jemand da draußen? Opa. Opa! Wo steckst du? Aiole, Limone, mein Lieben. Es geht euch gut. Ja, alles prima. Warte mal. Das sollte ich dich fragen. Alles okay bei dir, Opa? Ja, einigermaßen. Ich bin in einem dunklen Raum eingesperrt. Das ist ja nicht so toll. Ich werde mal versuchen auszubrechen. Opa. Tu nichts Unüberlegtes. Wir folgen deinem Signal und kommen zu dir. Funk uns an, wenn etwas passiert. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Sehen wir uns seinen Signal näher an. Nummer 3, wenn du zu einem schon abgeschlossenen Kesselportal zurückkehren willst, kannst du das über das Menü tun. Ist vielleicht immer ganz praktisch. Ah. Ich glaube, das sieht man ja nochmal alle. Genau, das ist. Achso, das war Sektor 1. Und das Sektor 2. Und dann würde ich sagen, nächste Folge. Könnte ein Hubschrauber sein, oder? So irgendwie. Na egal. Nächste Folge geht's zu Sektor 3 weiter. Ich glaube, das Ding liegt jetzt da. Und das sieht aus wie ein Hubschrauber oder so irgendwas. Wird wahrscheinlich für Sektor wird man irgendwelche weitere Bauteile bekommen. Und da wird man irgendwie was bauen. Ja. Okay. Gut. Also wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, würde ich sagen. Beziehungsweise. Erst Look ist das fertig. Gut, dann lese ich das noch erstmal vor. Vor mir hier fertig. So, wie die Menschheit unterging. Der Fortschritt der Technik war unaufhaltsam, rapide und tödlich. Jede neue Entwicklung brachte Wohlstand und Gutes mit sich, aber auch Krieg. Es dauerte nicht lange, bis die ganze Welt in erbarmungslose Konflikte gestürzt worden war. Bis schließlich nahezu alles Leben vernichtet war, das einst auf der Erdoberfläche existierte. Zu den endlosen Scharmützeln der Menschen gesellte sich bald eine wachsende Zahl verheerender Naturkatastrophen. Vulkane, die Städte in Asche verwandelten, das Meer, das wuchs und wuchs, um den Planeten zu verschlingen. Die Menschheit blickte der endgültigen Auslöschung entgegen, und es dauerte nicht lange, bis Mutter Erde ein einziges Ödland war und kein Wesen mehr auf dieser Oberfläche zu leben und vermochte. Doch halt, einige wenige Menschen gab es, die überlebt hatten, auch wenn ihre Überlebenschancen mit 1 zu 42.791 verschwindeten, gering gewesen war. Nicht der ganze Planet war also unbewohnbar, sondern nur der allergrößte Teil. Die Überlebenden fanden ihre Zuflucht in einem gewaltigen Höhlengewölbe, entstanden in einem der vielen schrecklichen Vulkanausbrüche. Ihr unterirdisches Heim, nun geflutet mit Meerwasser, bot ihnen in ihrer aussichtslosen Lage Schutz und Geborgenheit. Doch während die Menschheit zusehends vom Planeten verschwunden war, war es anderen besser ergangen als hier zuvor, ihnen Wesen nämlich, die im Meer wohnten. Tintenfische, Oktopusse, Quallen. Sie alle gediehen tief in den Fluten und ihre Scharen wuchsen und wuchsen. Und die Menschen hatten eine Nahrungsquelle gefunden. Okay. Also das ist jetzt sozusagen irgendwie so die Zukunft, wie es sein könnte sozusagen bald. Das sind ganze Geschichten hier dann. Okay, gut, dann haben wir das. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis nächste Folge dann. Tschüss.